Artikelnummer SCP-557. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Da es nicht möglich ist, SCP-557 zu verlegen, wurde Forschungsstandort 29 um es herum gebaut. Die geografischen Vermessungen und Luftaufnahmen des Gebietes wurden geändert, sodass es als leere Wüste ohne wertvolle archäologische oder mineralische Merkmale erscheint. Das Personal vor Ort hat mehrere Aufgaben. Unautorisierte Beobachtungen von SCP-557 oder Zugang zu SCP-557 verhindern. Trotz seiner unwirtlichen Lage scheinen einige okkulte Gruppen, darunter auch von der Existenz von SCP-557 zu wissen und ein Interesse an selbigen haben. Unbefugte sind in Gewahrsam zu nehmen, zu verhören und angemessen zu behandeln. Jeder, der versucht, unter Ebene 5 einen Tunnel zu graben oder den Steinblock im Fußboden von Raum 501 zu verrücken, ist sofort zu terminieren. Übersetzungsversuche der in SCP-557 gefundenen Texte fortführen. Nach Anzeichen von SCP-557-1 in der Umgebung Ausschau halten. SCP-557-1 ist als ein Objekt der Keter-Klasse einzustufen und sollte, falls möglich, gefangen oder andernfalls terminiert werden. Raum 501 überwachen und im Fall, dass etwas aus der Tiefe darunter emporsteigen sollte, als Einsatzteam arbeiten. Beschreibung: Bei SCP-557 handelt es sich um ein, nach Schätzungen um ca. 2400 v. Chr. Auf einer Schotterebene des leeren Viertels im nordwestlichen Oman errichteten Grabes der Um-An-Nare-Kultur. Untersuchungen der Umgebung deuten darauf hin, dass es sich um einen Teil der verlorenen Stadt Ubar handeln könnte. SCP-557 wurde 1988 im Zuge einer Untersuchung über das Verschwinden eines geologischen Vermessungsteams in diesem Gebiet entdeckt. Im Gegensatz zu vergleichbaren Bauwerken umfasst SCP-557 fünf Untergeschossebenen, welche hauptsächlich aus Sandstein errichtet wurden und anscheinend als Gefängnis und Verwahrungsstätte genutzt wurden. Obwohl es auf Ebene 1 Wohnquartiere und Waffen für ca. Arbeiter oder Wachen gibt, scheint es, dass die Einrichtung im Laufe der Jahre langsam aufgegeben worden ist und seit etwa 300 nach Christus leer steht. Auf Ebene 1 wurden lediglich zwei Skelette gefunden. Weiterhin wurde ein umfangreiches Archiv mit Aufzeichnungen einer Reihe antiker Sprachen gefunden. Lediglich die Aufzeichnungen auf Ägyptisch und eine letzte Notiz auf Griechisch wurden übersetzt. Die Ebenen 2 und 3 werden in den Aufzeichnungen als Gefängnis für, Zitat, Ketzer und Zauberer ausgewiesen. Fanden aber allem Anschein nach bereits für bis zu 1000 Jahre vor Aufgabe der Anlage keine Verwendung mehr. Ebene 4 wird als ein Zitat Ort für das Abnormale beschrieben. Skelette, die SCP-3 und SCP-3 ähneln, wurden in Steinzellen eingeschlossen entdeckt, was den Zweck des Bauwerks bestätigt. Ebene 5 besteht aus einem 51,2 Meter langen Flur mit komplexen Fallen und Fallstricken, der zu einem einzigen großen Raum, Maße 21,3 Meter mal 19,7 Meter mal 5,4 Meter, führt, welcher die Kennzeichnung 501 erhalten hat. Obwohl alle Fallen offenbar ausgelöst oder entschärft worden sind, sollten Forscher Vorsicht walten lassen. Die aus redigiert anachronistisch zusammengesetzte Tür zu Raum 501 wurde von innen aufgebrochen vorgefunden. Zieht man die Staubverteilung in diesem Areal in Betracht, geschah dieses Ereignis erst vor etwa 20 Jahren. In der Mitte des Fußbodens von Raum 501 befindet sich ein teilweise vergrabener 3,2 auf 3,35 Meter großer Granitblock mit einem geschätzten Gewicht von 80.000 Kilogramm. Der Block ist mit unübersetzten Runen bedeckt. Ein ähnlicher, dünnerer Block steht ebenfalls im Raum und zeigt Belege dafür, dass an diesem ein Lebewesen, Bezeichnung SCP-557-1, mit Ketten, welche aus dem gleichen Material wie die Tür gefertigt wurden, angekettet war. Es wurden keine Hinweise gefunden, die auf eine anhaltende Anwesenheit von SCP-557-1 deuten würden. Übersetzte Aufzeichnungen bezeichnen SCP-557-1 nur als der Gefangene, mit Ausnahme einer ägyptischen Erwähnung von der Bastardsohn von Apep. Anhang: Übersetzung einer im Archiv gefundenen Notiz. Ich schreibe dies auf Griechisch, damit jeder Gelehrte, der diesen Ort finden möge, sie versteht. Ich bin der Letzte der Hüter und werde bald tot sein. Der Sand nimmt diesen Ort ein, und vielleicht ist es so das Beste. Der Gefangene darf nicht entkommen, und das Tor zur Dunkelheit darf niemals geöffnet werden. Ich glaube nicht, dass das Tor bewegt werden kann, aber wer weiß, wozu der Gefangene imstande ist. Nicht einmal die Götter konnten ihn töten, und nur mit ihrer Hilfe war es möglich, ihn zu sichern. Ohne die Rituale weiß ich nicht, was passieren wird. Sichern Sie die Tür so gut Sie können.
und bewegen Sie niemals den Stein.